Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf Steak im Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Boah, alles fein soweit. Alles fein soweit? Ja, also bis vor einer Minute ging's noch. Du hast mich ja sowas von erschrocken, dass die Folge zu Ende war. Ich dachte, ich war hier so in meinem Trott drinne, schön mit dem Mähdrescher fahren, ganz ruhig. Ja, aber ich meine so, das können wir ja bei der zweiten Folge auch noch machen. Ja, das stimmt. Also, die zweite Folge der Aufnahmesession. Wie jetzt? Jetzt versuchst du mich. Ja, es ist ja nicht die zweite Folge generell, sondern es ist die zweite Folge der Aufnahmesession. Das wüsste ich nicht mehr, wie viele Folge das hier ist. Ja, ich auch nicht. Ich hab das nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass diese hier jetzt quasi... Also, sie müsste am Sonntag rauskommen. Oder? Nee, warte mal, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Diese müsste hier jetzt am Sonntag rauskommen. Dann haben wir heute Sonntag. Das heißt, wir sind einen Sonntag weiter, als wir heute haben. Ja. Das ist auch schön. Wo bin ich mir da ganz sicher? Ich weiß es gar nicht. Du hast da was übersehen. Ja, ich fahre doch gerade schon rückwärts. Und ich glaube, du... Achso, nein, das ist... Leider was nicht ausgesprochen. Also... Hä? Wie hoch was? Ja, weil das so eine kahle Stelle ist. Ja, da bin ich nicht drüber weggefahren, weil ich den rückwärts gefahren bin. Hui! Nee, das wollte ich noch gar nicht drücken. So. Das sieht doch schon mal richtig schön aus, wie du das hier machst. Sehr schön. Bin ja wie ein bisschen begeistert. Mensch, dann haben wir das Feld auch einigermaßen gut geschafft. Wir werden über 20.000 an Kohle hier mitmachen. Dein Schneidwerk müssen wir noch wieder zurückgeben, ne? Genau. Das müssen wir noch mit der Miete wieder zurückgeben. Das können wir übrigens bei uns oben am Hof machen, ne? An dem Ding. Das kannst du auch zurückgeben, glaube ich. Ja. An dem Schraubenkiste. Aber ich muss den noch tanken, also. Der ist nur mal halb voll. Okay, ja, dann, ja. Gesundheitszustand der Maschine? So weniger. Dann 3/4. Okay. Oh, hat's aber gut gehalten. Oh. Was denn jetzt? Ja, die Bahn hinauf schaffe ich nicht mehr. Achso. Dann machst du unten eine quer oder was? Ja, oder zwei oder so. Typ. Ja, ich habe übrigens ein neues Let's Play angefangen, ne? Ah, dieses Interstellar Transport Manager oder so? Ja, Interstellar Transport Company. Ah, fast. Verdammt. Ist ja ein Managerspiel. Also ja. So verkehrt war es ja gar nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel verwirrt mich massiv. Also ich wollte da eben gerade eigentlich, bevor wir jetzt das hier machen, noch eine Folge von aufnehmen, aber ich glaube, ich werde das auf morgen verlegen. Das werde ich Montag machen. Nach der Arbeit und nach dem Sport, wo ich dann so richtig fertig bin, dass ich mich dann damit nochmal auseinandersetzen kann. Also, ich muss sagen, ne, also ich habe in der ersten Folge, die heißt ja schon Fail im Tutorial, weil ich im Tutorial schon quasi mein ganzes Geld für Dinge ausgegeben habe, die ich gar nicht kaufen wollte. Okay. Ja, mein Gott, passiert. Und dann habe ich in der zweiten Folge quasi meine eigene Firma gegründet. Und da stellst du dann ein, du kaufst eine Rakete und stellst ein, welche Waren du hast, und da stand unten Deliver to. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, ich will es ja zum Mond liefern, also ich möchte gerne Wasser zum Mond liefern, weil die Wasser brauchen. So, dachte ich mir, naja, könnte man ja machen, gucken wir mal. Und dann habe ich mich mal gewundert, warum fliegen denn die Raketen vom Mond zur Erde? Also kaufen teuer Wasser auf der Erde, ne? Auf dem Mond und bringen das zur Erde zurück. Ey, aber was? Ey, was ist denn da kaputt? Was soll denn das? So, und ja, bis ich verstanden habe, dass Deliver to heißt, ist halt das Deliver to, wo die Rakete hingeliefert werden soll, nicht das, wo die Rakete hin liefert. Okay. Oh, das ist aber komisch.
Ja, wie gesagt, also man muss auch wirklich sagen, die Lokalisation ist grauenhaft. Also im Tutorial manche Texte halt quasi durch einen Google-Übersetzer durchgejagt und instant so reinkopiert, wo du dich dann fragst, so, haha, Satzbau. Deshalb spiele ich die meisten Spiele einfach auf Englisch. Ja. Sollte ich vielleicht auch tun. Ich meine, den Landwirtschaftssimulator spiele ich jetzt nicht auf Englisch. Das ist nett von dir. Weil halt... wahrscheinlich da die Lokalisation fehlerhaft sein wird. Ja, eher. Upp. So. Ja, nee, aber das ist schon, also, das ist ganz schwierig. Also muss man ehrlich sagen, also da muss ich mich reinfuchsen, vor allem bei meine Konkurrenten, die auch wirklich auf, naja, schwer eigentlich, also dass die es schwerer haben, als ich gestellt habe. Die wachsen und machen und tun und haben hier mehrere Schiffe am Arbeiten und am Tun und Machen, ne? Was ist denn das? Warum habe ich denn hier immer mal wieder so zwei, drei Pflanzen, die stehen bleiben? Ich fahre dir hinterher. Du musst mal gucken, wenn du vom Weiten siehst, so braune Streifen im Feld, ne, vom Weiten, wo yeah. du da steht meistens auch noch was. Also wenn jetzt so in dem dunkelbraunen... Das sind sehr viele Streifen. Das sind an vielen Stellen, ist das hier, ja, habe ich auch schon gesehen. Aber das ist nicht viel, was da steht, ne, aber theoretisch stehen da immer noch Pflanzen. Die man halt nur nicht sieht, weil... Dass man den Bereich, nicht einfach eine... anzeigen könnte, indem man eine Pflanze hinstellt oder so. Ja. Ist wahrscheinlich so klein der Bereich. Willst du machen, so ist das Leben. Ja, in echt stehen da auch dann keine Pflanzen. Ja. Also ich meine, wenn wirklich der Bereich nicht abgeschnitten werden würde, dann wird dort halt eine Pflanze oder so stehen. Das ist richtig. Und warum fährst du hinter mir? Warum nicht? Ach, da fährst du hinter mir. Nee, ich wollte wissen, wo du hinter mir fährst. Oh. Nicht warum. Warum ist doch vollkommen okay. Kannst ja machen. Jetzt stört mich hier überhaupt nicht. Ich leide ja nicht unter Verfolgungswahn. Wolltest du aber. Ja, hast du das geschrieben mit dem, dich verfolgt ein Hippo oder so? Ja, genau, das habe ich dir geschrieben. Ey, du wirst gestalkt, falls genau. dir das noch nicht aufgefallen ist. Kurz zur Aufklärung, ich habe, und eigentlich will ich da auch ein Video drüber machen, Traveling Tales of Lucy, also die Reisegeschichten von Lucy. Lucy ist ein kleines Hippo, das habe ich mal geschenkt gekriegt von einer Freundin. Ein Kuscheltier. Kein echtes. So. Ein echtes Kuscheltier, ja. Kein echtes Nilpferd. Hippo. Ja, kein echtes Nilpferd, also ein Kuscheltier. Und als ich auf Reisen war, ich war ja in Potsdam, habe ich natürlich Lucy mitgenommen und es ist so zwischen mir und der Freundin, von der ich dann Lucy habe, ist das so, sie hat auch so ein kleines Tierchen. Und immer wenn wir auf Reisen sind, schmuggeln wir das auf sämtliche Bilder, die wir machen, mit rauf und schicken uns die dann. Und ja, das ist da halt eben so Sport geworden und deswegen war Lucy mit dabei. Und da habe ich ja natürlich auch Chaos ein paar Bilder geschickt, wo ich trotzdem unterwegs war und da kam dann halt eben so ein Kommentar von wegen, wusstest du, dass du gestalkt wirst von so einem kleinen Nilpferd? Tja, man weiß ja nie. Ja, man weiß es nicht, ne? Ob er das weiß. Schon mal Chucky die Mörderpuppe gesehen? Ja. Lucy das Mörder-Nilpferd. Kann alles passieren. Momentan sitzt sie übrigens neben meiner Alexa hier ganz in Ruhe. Ruhig und guckt Fernsehen. Okay. Also sie guckt dann nicht mehr rum. Es ist auch interessant, dass der Kater, also dem habe ich das einmal erklärt, dass das kein Tier ist, mit dem er spielen darf. Und er spielt damit auch nicht. Okay. Obwohl der Kater sonst alles antatzt und durch die Gegend schleppt und wirklich alles durch die Gegend schleppt. Zu meinem Leidwesen auch Socken. Deswegen nenne ich ihn auch liebevoll mein Sockentaxi. Ah, das ist schon sehr, 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 sehr merkwürdig. So, willst du jetzt die kleine Wende machen, nicht die große? Du. Ja, dann kannst du nämlich Vollgas hochfahren. Und ich komme dir dann langsam hinterhergeschlichen. Du bist ja doch wesentlich schneller als ich. Was ich immer noch erstaunlich finde, dass der Kleine so viel schneller ist in der Ernte. Aber es könnte an der Art von Gebiss liegen, weil ich habe hier jetzt so ein Universal-Maisgebiss dran.
Und du hast hier ein reines Sonnenblumengebiss dran. Ne? Ja. Also wenn wir uns das da mal kaufen, dann müssen wir ein riesengroßes Feld mit Sonnenblumen machen oder so. Obwohl sich eigentlich, wenn wir jetzt beide Felder bei uns mit Sonnenblumen machen würden, die Ausleihe von dem Ding für 1100 würde sich lohnen. Okay. Also da, das könnten wir durchaus mal bringen, dass wir beide Felder bei uns mit Sonnenblumen voll machen und dann uns das mal ausleihen und dann einmal richtig groß Sonnenblumen abliefern. Mhm. Ja. Sonnenblumen bringt ja jetzt auch nicht so wenig an Geld. So. Aber das werden wir ja hoffentlich gleich sehen. Ich hoffe, dass gleich demnächst die Meldung kommt, so von wegen, der Auftrag ist beendet und dass wir diese ganzen Sonnenblumen, die da in den Wagen liegen, für uns verkaufen können. Weil dann machen wir richtig Schotter. Ja. Was denn? 93% Fortschritt. Ja. Wo bist du jetzt? Ach, du wartest auf mich hier. Du kannst doch schon anfangen. Ja, ja. Ich wollte nur warten, bis du quasi das eine Ende erreicht hast. Aber sieht schon niedlich aus. Also so der Mähdrescher, den wir jetzt haben, ist ja eigentlich schon relativ groß, ne? Aber neben dem Case sieht das irgendwie aus wie so ein kleines Spielzeug. Ja, das stimmt. Oh, Fotos gemacht. Ach ja, ich freue mich aber drauf, wenn wir wieder auf unseren Feldern unterwegs sind. Ja. Also ich würde wirklich sagen, dass wir jetzt durchspulen, dass wir dann unsere Felder jetzt... Wollen wir dann nicht noch Pferde ausreiten? Ja, Pferde ausreiten müssen wir noch, ja. Aber unsere wie haben wir denn noch? Drei müssen noch geritten werden, ne? Ja. Unkraut spritzen, Pferde ausreiten, ja. Also wir müssen ja bei uns Unkraut vernichten. Jo. So, ich weiß nicht, ob fast ich noch mal was. Weiß nicht, ob ich noch mal hochkomme oder ob ich abbunkern sollte. 77 habe ich jetzt. Eigentlich müsste ich noch mal hochkommen. 77? 78%, ja. Prozent. Dann dreh dich mal um. Das Feld ist nicht mehr lang. Ja gut. Ich bin gleich wieder am Ende. Ja, ist doch gut. Da kommst du locker hoch. Ja, ist doch gut. Mhm. Mecker nicht. Doch. Ich bin noch neu hier. Ist doch alles Neuland. Landwirtschaft ist ein Land. Natürlich. Eieieiei. Geht sich alles locker aus. Ja, ich glaube, das wäre sich nicht ausgegangen. Mhm. Ich kann ja nichts dafür, dass du so langsam bist. Ja, ja, ich auch. Aber ich nicht. Bin zu 99% voll. Ich trete hier volles Ballett auf mein Gaspedal. Ich kann es nur auch nicht ändern. Und zu wie viel Prozent haben wir das Feld fertig? 95. Okay. Aber das hier, das kleine bisschen kann doch nicht 5% sein. Das sind wirklich die kleinen Flecken. Ja, die kleinen paar Flecken, das können doch nicht 5% sein. Wir haben einen Teil des Feldes übersehen, aber... Das halte ich auch für eher unwahrscheinlich. Siehst du denn irgendwo Flecken so noch? Wie ist das nicht? Ja. Ist da oben eine kleine Reihe? Da ein bisschen. Aber vielleicht zählt das Abliefern auch dazu. Ja, kann wirklich sein. Wenn wir jetzt schon 95% geliefert haben. Ja. Der hintere Teil ist voll. Ja. Du kannst dein Maisgebiss auch wegschmeißen, ne? Du musst es nicht dran haben beim Abbunkern. Nur so als. Ja, aber da geht's jetzt hin. So, ich fahr schon mal mit dem Richtung Tankstelle.
Ja. Das heißt, ich soll mit dem LKW jetzt so zum Hafen fahren, ja? Ja. Okay. Achso, du willst mit dem Kleinen zur Tankstelle fahren und dann hinauffahren? Nö. Das ist alles okay. All great. Great, 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 great. So. Ich kann nicht mal komplett abungern. Ich habe noch 166 drinne. Okay. Das ist nicht euer Ernst. Ja, dann kannst du ja mit dem Mähdrescher schon Richtung Hafenspeicher fahren. Wenn ich betankt habe, komme ich einfach mit dem LKW nach. Oder fährt der langsam, der Mähdrescher? Du meinst, ich soll jetzt hier einfach mal das Maisgebiss abschmeißen, ein Rohr einfahren und dann zum Hafen fahren, damit wir dann schnell überladen können, ja? Genau. Alles klar, mache ich das. Also der Mähdrescher fährt 40, 42. Ja, meiner fährt 22. Oh. Aber in der Ernte fährt er mit 15, ne? Das ist schon geckig. Ja. So, dann kommen wir ja hier eigentlich direkt am... Komme ich hier durch? Ah, wird schon schief gehen. Oh, passt einigermaßen. Aber hier geht er wie auch nicht weiter. Oh Gott, naja gut. Ah, Querfeld einfahren, ne? Das macht man ja überhaupt nicht eigentlich. So, dann muss ich hier runter und dann komme ich dann da rüber, dann muss ich ja schon beim Hafen sein. Wenn ich recht informiert bin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin übers Sägewerk vorher gefahren. Bist du übers Sägewerk vorhin gefahren? Was ist das Sägewerk? Beim Sägewerk. Okay. Ja, wenn es verstanden, dann ist es so. So. So, dann komme ich jetzt mal nach. Hast du schon die Tank? Nee. Nein. Meine, dass ich jetzt hier direkt, ja, da komme ich direkt am Hafen raus. Huch, wie im Verkehr. Hoppala. Bin mit dem Mähdrescher über ein Auto gefahren. Naja, gut, okay. Ups. Hier jetzt gedroschenes Auto. Nee, ich habe Schneidwerk hier ab. Ach so, ah ja. Warte. Ja, ja. Gibt so vieles, aber. Kein gedroschenes Auto. So, dann fahren wir jetzt mal hier hin. Ich habe das Schneidwerk da einfach auf dem Acker liegen lassen, das gehen wir ja mit ab dann. Okay. So. Andere Schneidwerk liegt schon auf der Fläche ja. Nö, ist klar. Verkäufer da. Nuschel dich aus. So. Hoffentlich kommt der Zug. Oder? Ich muss hier zurückgehen. Können wir Sonnenblumen nur hier abgeben? Nö, wieso? Ob das die Gewinn bringen ins Day. So, Sunflowers. Restaurants. Ranch. Ranch hat 833. Der Hafenspeicher 709. Okay, also. Ich leere aus. Fertig. Gehört. Gut, dann würde ich sagen,
bringst du jetzt mal den ganzen Krempel. Na? Rückwärts. So. Bringst jetzt mal den ganzen Krempel rüber. Rentsch. Ja, lad aber vorher noch ab, ne? Also aus dem. Was? Hab ich aus schon. Dem Mähdrescher. Die 166 hast du schon, okay. So, ich habe unseren Mähdrescher mal repariert. Okay. Und tank den jetzt, ne? Ja, schön. Und dann bring den ganzen Rest zur Ranch. Wie viel hast du da noch drin? 28.000. Ui. Mal 800. Gehen über 20.000 nochmal extra. Also 50% sind ungefähr noch drin. Ja. Dann kriegen wir nochmal 20.000 extra nur in den Sonnenblumen. Sehr schön. Das hat sich ja richtig gelohnt, der Auftrag von mir. Ja. Aber ich würde sagen, verkaufen tun wir dann in der nächsten Folge. Ist es schon wieder soweit? Ja. Na gut, dann war das eine Folge LS19 hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schruder. Bei uns ist das Chaos. Und ja, wir haben den Auftrag fertig und werden in der nächsten Folge unsere eigenen Felder ein wenig bearbeiten und ein bisschen rumreiten. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.